Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Es ist schon wieder arschlang her, irgendwie. Achso, das Müll. Müll? Ich dachte mir gerade irgendwie, die sieht aber komisch aus, aber ist ja nicht Lydia. Ja, wie gesagt, ist schon wieder arschlange her, dass ich was aufgenommen habe. Also, ich glaube, 4 Monate ist das letzte Skyrim-Video her. Und ich habe mal geguckt, einfach aus Neugier, weil ich da irgendwie drauf gekommen bin. Das Let's Play angefangen habe ich vor 4 Jahren. 2016, da dachte ich mir, Gut, das war jetzt eigentlich nicht der Grund, warum ich hier mal wieder ein neues Video bringe, sondern... Ja, weil ich auf nichts anderes Lust habe, beziehungsweise eigentlich hatte ich auch generell keine Lust. Die Leute sagen, Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ich glaube, da irren sie sich. Es ist großartig und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Ja, vielleicht bist du auch verrückt. Objekte, wie sieht das aus? Wir sind voll. Also fast voll. Und, achso, wir wollten eigentlich hier hin. Naja, dann machen wir wie immer das hier. Und verticken unseren Krempel. Und dann gehen wir wieder auf die Suche nach dem Wegmarker. Da. Auf unsere Quest. Sozusagen. Hier wollte ich auch nicht hin. Naja, egal. Dann gehen wir erstmal hier ins Flusswald-Handelskontor. Geht es euch gut? Naja, nö, eigentlich nicht so. Aber das will man ja gar nicht hören. Also, sagen wir uns, geht's gut. Vielen Dank, dass ihr euch um die... Ihr und ich. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja. Was haben wir hier? Was zum Entzaubern, dass ich mal langsam anfangen könnte. Das ganze Elfen-Gedöns. Will ich das aufheben? Das ist aus dem... bestimmten Grund mitgenommen. Als für eine Axt. Warum habe ich die mit? Ich werde das wahrscheinlich vorspulen und wir sehen uns dann einfach, wenn es fertig ist, wenn ich fertig bin. Was habe ich denn nur auch alles für Scheiße mitgenommen? Meine Güte. Ich nehme ja... nur Schrott mit. Tschüssi. Er war nicht so begeistert von dem Geschäft, aber ich meine, ich habe ja eigentlich auch nur Kohle gemacht. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und... Du siehst aus, als ob du mal eine Schelle haben willst. Quatsch mich nicht an von der Seite. Nee, Moment, ich wollte so tun. Ich weiß nicht. Das Warten an sich ist eine tolle Sache, aber irgendwie ist es auch komisch. Ich meine, da steht da einer 8 Stunden lang rum und macht nichts. Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Bin für dich, Kollege. Wobei, ist es ein Kollege, wenn er eine Wache ist und ich ja im Prinzip ein Freelancer? Ich weiß nicht, zurzeit stören mich die Ladezeiten ultra doll. Egal wo. Ich meine, hier geht's ja eigentlich. Aber ja. In Star Wars Battlefront war ich letztens wieder drin, wobei ich es wieder runtergehauen habe. Weil ich einfach nicht spiele. Und das ging so lange. Also zumindest beim ersten Mal. Habe ich den eigentlich? Habe ich den Lydia nicht? Sieht so cool aus. Ne? Nein, ich habe verkauft. Weise. Gib mir den zurück. Stimmt, jetzt kein gutes Geschäft, aber ist egal. Was mache ich denn hier eigentlich? Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr... Ja, mache ich. Ich guck hier mal hier rein. Ja, wie gesagt, habe ich nicht gespielt, war auch riesengroß. Du hast komischen Schatten im Gesicht irgendwie. Und deswegen habe ich sie runtergehauen. Und die Ladezeit, zumindest beim ersten Start, waren so lächerlich. Ich weiß nicht, 5 Minuten oder so. Oder ich glaube sogar 10 Minuten. Ich glaube, 10 Minuten hat das gedauert.
Weil das fand ich schon nicht so gut. Sagen, Himmelsrand sei einer der so, jetzt wird wieder Tasche ich ausgerollt. Glaube, da irren Sie sich. Es ist groß. Das ich kennen wir schon. Mich nach einem Kampf. War das eine Ansage? Willst du eine Prügelei mit mir oder was? So, da bin ich wieder. Ich hab, ja, unsere Taschen geleert. Meine Taschen. Ach so, ich hab nur meine Taschen geleert. Hast du was dabei? Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Kacke. Dann muss ich nochmal los. Ah nee, das habe ich ihr mit Absicht gegeben. Düsterklinge sollte man ihr ja besorgen. Und ich glaube, den Zwergenschild habe ich ihr einfach so gegeben. Ich weiß nicht alles mehr genau. Klar. Gehen wir. Alles klar. Gut, dann hätten wir das schon mal. Ich habe mich jetzt fast dazu entschieden, dass ich sage, weil wir so viel Kohle haben... Und ich auch immer so viel Scheiße einsammle, würde ich sagen, sammle ich nur noch Geld und Edelsteine ein und sowas. Und Ringe halt so, so ein Kleinkram, aber keine Rüstung oder sowas mehr. Außer es ist halt mega geile Rüstung, wo ich sage, ey, das brauche ich. So, hier sind wieder alle tot. Wir wollen hier lang. Irgendwie hier lang. Oder hier lang. Wollten wir... Hier lang, hier ist eine Festung. Da hätte man hier einfach so... Ich glaube nicht. Wäre zu einfach gewesen. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir hier hingekommen sind. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Okay, cool, cool. Tatsächlich mal eine coole Geschichte, ein bisschen kurz. Oh, da ist ein Bär. Oh, da habe ich irgendwie gerade mit den Tasten Scheiße gemacht. Mir kannst du mal in den Nahkampf gehen, bitte? Danke. Ja, so viel zum Thema. Ich nehme nicht mehr alles mit. Aber es ist ja ein Bär. Den muss man ja... Da muss man ja alles mitnehmen. Im Prinzip könnte man hier jetzt noch Bärenfleisch und das... Achso, wir haben ja Fell. Wenn sie hier noch so, wie bei WoW, so ein Kirschner drin hätten, dass man das Fell rausnehmen kann, daraus noch irgendwas bauen. Das wäre schon ganz cool. Also richtig... Tiere jagen macht ja keinen Sinn, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich habe es nie aktiv gemacht. Was ist hier los? Bandit, der ist tot, okay. Hey, hallo. Jungs-Lehrling. Und da ist sie auch weg. Ja, sie. Ah ja, die haben gegeneinander. Ja, das ist zum Beispiel. Und das. Meinst du eine Magierruhe? Gewicht 1? Scheiße, nehmen wir mit. Und halt Kohle, ne? Aber hier den Dolch, den lassen wir. Hä? Ach so. Ich dachte, hier hätte jetzt ein Kopf sein müssen und der ist weg. Hab ich daneben geballt? Den kann man schon wieder nicht mitnehmen. So, das lassen wir jetzt alles. Juckt mich zwar echt in den Fingern, das mitzunehmen. Ein totes Pferd. Ja. Okay, ich hab's eingesammelt. Gerade sagen, Pferdefell, brauchen wir das? Habe ich den jetzt gesammelt? Achso, ja, ich stecke ihn schon weg. Mein den Bogen. Hier war doch eben ein Feuer. Atronarch oder so? Ein Bandit? Okay. Na gut, dann halt nicht. Das nehme ich mit.
auch mit. Da hinten liegt noch einer. Hier ist noch ein Buch. Nehme ich. Oh, hier, das alles mit. Ich meine, die brauchen es ja nicht mehr. Im Prinzip tue ich denen ja einen Gefallen. Sonst würde das ja hier sinnlos rumliegen. Und das will ja keiner. So, wir sind auf diesem Weg. Das ist gut. Gute. Gut. Ja, dann nehmen wir noch hier und da mal eine Schneebeere mit. Ich frage mich, ob die Schneebären heißen, weil es hier die ganze Zeit schneit und deswegen Schnee drauf ist. Boah, jetzt habe ich mich auch schon wieder erschreckt. Ich würde die Kamera ändern. Und der brüllt hier einfach so einen voll. Ich weiß eigentlich, was macht ein V hier in dem Spiel? Steinbühel. Okay, hallo? Ist hier jemand? Irgendwie nicht, aber da ist ein... Ein Schrein ist da. Weil ich habe zu viel The Elder Scrolls Online gespielt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das Teleportationsding. Aber da wir hier nicht teleportieren. Also machen wir schon. Schnellreise-Zeug halt. Schnellreise-Stein, was auch immer. Oh, hier, ein Ei. Ja, ich habe deine Eier gemobst. Oh, Eisenbahn. Was kann man halt immer mal mitnehmen, ne? Noch mehr Eisenbahn. Aber wir können uns ja hier schnell reisen ohne so einen Schrein. Kurz mal gespeichert. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert hier. Und das alles so lange dauert. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, und? Ist jetzt eine indirekte Aufforderung, dass ich ja Met holen soll, oder was? Wieso wird das nicht angezeigt? Dass hier eine Höhle ist. Oder wahrscheinlich ein Steinbruch. Wo sind die alle jetzt da? Ich guck mal hier rein. Gleich. So, wir machen noch ein bisschen Unordnung. Solris. Nee, Sorlis. Hallo. Wir haben alle Bergmänner, die wir brauchen. Also hoffe ich, dass ihr nicht wegen Arbeit hier seid. Ich weiß nicht, wofür ich da bin. Das ist ja dieses komische Add-on. Oder irgendwas da. Womit ich den handeln kann oder den Zeug mitnehmen kann. Der Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Schade. Ey. Ne? Das. Also, ich will jetzt nichts gegen Kalle sagen, aber weil die ständig sagen, einen in die Rüstung ballern, kann ich das nicht mehr ernst nehmen, wenn jemand sagt, irgendwas mit Rüstung. Ich schätze, das Kaiserreich braucht jede Menge Eisen bei all den Kämpfen. Das ist für uns wohl nicht schlecht, nehme ich an. Ja, was ist, wenn ihr kein Eisen mehr schürfen könnt? Sprecht mit meinen Eltern, wenn ihr etwas braucht. Alter Junge. Meine Eltern behalten die Bergmänner scharf im Auge. Man kann ihnen nicht so sehr trauen. Du bist doch, keine Ahnung, Mitte 40? Wohnst immer noch bei deinen Eltern. Oder wieder. Wartest, bis die Löffel abgeben, damit du dann das Haus abgreifen kannst. Ich habe gehört, in Himmelsrand sei es zu Kämpfen gekommen. Vielleicht ein Aufstand. Ich frage mich, ob unser Eisen wohl für Waffen verwendet wird. Vielleicht. Vorsichtig! Ja, stell den Scheißkorb woanders hin. So, das hast du jetzt davon. Hm. Warum sieht die Kerze so kacke aus? Hier gibt es nur die Mine. Ihr solltet am besten... Charlie und ich sind bloß hier, um sicherzustellen, dass in der Mine alles rund läuft. Auch die eckigen Sachen? Hört euch die Mine. Nein. Und ihr braucht gar nicht erst zu fragen. Sie steht nicht zum Verkauf. Ich hatte nicht gefragt. Ich sichere ja bloß Breelings Investitionen. Ihr gehört das alles. Auch wenn wir diejenigen sind, die die ganze Arbeit erledigen. Sie hat uns schon mal wegen versäumter Lieferungen zusammengestaucht und wird es wohl wieder tun, weil wir spät dran sind.
Ja, dann würde ich mal aufhören, hier rumzusitzen und zu saufen und mal arbeiten, oder was? Kann ich irgendwie behilflich sein, vielleicht? Ihr könntet ihr Bescheid sagen, dass bald eine Lieferung rausgeht. Verschafft uns etwas Zeit und haltet sie uns vom Leib. Dafür wäre ich bereit, ein paar Barren verschwinden zu lassen. Vielleicht auch mehr als nur ein paar. Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Du sagst, der sagt, der ist spät dran. Dann gehe ich dahin und sag, ja, bald kommt eine Lieferung. Aber das ist ja sehr schwammig und die brauchen ja halt noch ein bisschen Zeit, also muss ich noch länger warten. Und er lässt dann ein paar Eisenbahnen verschwinden als Bezahlung, die er ja wieder erarbeiten muss. Also wird es noch länger dauern. Das ist doch doof. Aber gut, ich werde für euch mit Breiling reden. Ihr erweist mir einen großen Dienst. Das werde ich euch nicht vergessen. Der kann sie ist bestimmt sauer. Reden. Macht euch auf etwas gefasst. Da habe ich ja richtig Bock drauf, weil ich mit Konflikten so gut um kann. Warum habe ich das dann angenommen? Klar, aber ihr seid da draußen nirgendwo, oder? Das könnt ihr laut sagen. Aber ich habe das Eisen ja auch nicht in diesen Bergen verbuddelt. Genau, das hat da irgendjemand versteckt. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss, ne? Ah, da liegt richtig viel. Da juckt's mir ja an den Fingern. Könnt ihr mal alle weggucken? Oh, machen sie sogar. Aber die nicht. Nee, da fühle ich mich beobachtet. Das mache ich nicht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob man in der Mine selber schürfen kann. Schlürfen. Guck mal rein. Aber das... Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ja, schade für dich, ne? Ob man das eigentlich darf? So. Weil es nicht hinterlegt ist als Ort. Als Schnellreiseort. Nach einer Weile gewöhnt man sich an die Kälte. Je härter man arbeitet, desto wärmer ist es einem dabei. Ja, oder man spürt halt einfach nicht mehr die... dass die Mine gut genutzt wird. Ah, ja, könnte man... Ach ja, das nehme ich einfach mal mit. Dankeschön. Diese Mine gehört Breeling. Wenn sie mir keine Arbeit gegeben hätte, hätte ich nicht viel zum Leben. Ja, ich sehe dich aber nicht arbeiten. Ich sehe dich nur schwatzen. Ah ja, könnte man schön ein bisschen Eisen abstauben. Ich weiß zwar nicht, wofür man Eisen hier braucht. Ich meine, ich spiele das jetzt schon ewig. Naja, so ewig noch nicht. Also ich sag mal... Wollt ihr mich verarschen? So groß ist die Mine überhaupt nicht. Gut, da reicht ja der eine Typ eigentlich, aber der macht ja nichts. Meine Arbeit ist mein Leben. Was davor war, zählt nicht mehr. Ja, dann ist dein Leben nicht viel wert, oder? Du arbeitest nämlich nicht. Ja, okay, ich gehe ja schon. Was braucht ihr? Meine Güte. Ja, weiß ich nicht. Eisen vielleicht? Hast du Eisen? Ja, da haben sie einen richtig guten Arbeiter eingestellt. Der ist krass am Arbeiten.